iPhone 7, the most advanced iPhone ever. Das iPhone 7, wirklich das beste iPhone? Na hoffentlich, sonst wäre das Ganze ja relativ peinlich. Aber was hat sich wirklich geändert bei dem neuesten Flaggschiff von Apple? Tja, beim Design nicht allzu viel. Lediglich die neuen Farben und ein paar kleine Änderungen heben das ganze iPhone 7 von seinen Vorgängern ab. Und besonders deutlich ist das natürlich hier beim Jet Black Diamantschwarzen iPhone. Das sieht echt super schick aus, ist aber auch super kratzeranfällig. Also hier herrscht absolut Casepflicht. Aber auch in anderen Farben wie Gold macht das iPhone dank der neuen Antennenstreifen eine gute Figur. Mehr Innovationen hat Apple da schon beim Home-Button gezeigt, denn dieser ist nun nicht mehr physisch eindrückbar, sondern ein kapazitiver Force-Touch, 3D-Touch-Home-Button, der also auf Druck reagiert, aber nicht mehr verschleißen kann, dadurch, dass der physisch eingedruckt wird. Man muss sich ein wenig an das neue haptische Feedback gewöhnen, aber das geschieht sehr schnell und ich bin im Endeffekt sehr, sehr glücklich mit Apples neuer Lösung für den Home-Button. Und wer weiß, wo es in Zukunft hingeht. Hingehen kann es jetzt auch ins Wasser, denn das neue iPhone 7 ist wasserdicht für einen Meter bis zu 30 Minuten. Und das habe ich natürlich auch schon ausgetestet. Und wie ihr sehen könnt, hat das iPhone den kleinen Tauchgang bestens überstanden. Schwimmen sollte man damit besser nicht gehen, aber für den kleinen Wasserunfall zwischendurch ist man jetzt hier bestens gerüstet. Wo Apple auch deutlich an der Verbesserungsschraube gedreht hat, ist an der Kamera. Die ist deutlich weiterentwickelt, hat nun endlich einen optischen Bildstabilisator und bietet eine weitaus größere Farbpalette, die dargestellt werden kann. Und das macht einfach viel mehr Spaß, mit der neuen Kamera zu filmen. Vor allem die Stabilisierung durch die optische Bildstabilisierung, die wirkt schon richtig viel aus bei Videoaufnahmen. Und auch die Lowlight-Performance, wie man das hier gut sehen kann, hat deutlich zugelegt. Man kann jetzt auch bei schlechten Lichtverhältnissen endlich mit dem iPhone 7 gute Bilder und Videos machen. Und wie gut die Videos und Bilder sind, könnt ihr hier in einem kurzen Vergleich sehen. Das ausführliche Video dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Also die Kamera, ein deutlicher Pluspunkt für Apple, aber da war doch noch irgendwas. Ja genau, der Headphone Jack, der 3,5 mm Klinkenanschluss, der ist verschwunden. An dessen Stelle haben wir jetzt hier einen weiteren Grill. Dort befindet sich das Mikrofon drunter. Und das heißt für alle, umsteigen auf Bluetooth. Und das habe ich getan. Ich benutze fast ausschließlich Bluetooth-Kopfhörer. Ich habe zwar auch den mitgelieferten Dongle schon benutzt, der funktioniert auch. Aber ganz ehrlich, ich bin mittlerweile kabellos und mich stört der Wegfall hier des Kopfhörereingangs nicht mehr. Auch bei den Lautsprechern hat Apple deutliche Verbesserungen angebracht, denn wir haben jetzt Stereo-Lautsprecher. Nicht nur der untere Lautsprecher, wie immer, feuert jetzt hier einen Ton raus, sondern es kommt auch noch Ton aus der Ohrhörermuschel und dadurch haben wir einen schönen Stereoton. Die Lautsprecher sind nicht gleich laut, der Bass kommt mehr aus dem unteren raus, aber insgesamt eine deutliche Verbesserung, macht viel mehr Spaß. Hört am besten selbst mal rein. Natürlich, was wäre ein iPhone-Start ohne ein Gate, kein Bandgate? Diesmal gibt es ein Hissgate, denn der Prozessor macht komische Geräusche unter Volllast, so ein Zirren und Fiepen. Und ja, auch ich konnte es hören bei beiden Geräten, allerdings nur, wenn ich mir das iPhone direkt ans Ohr gehalten habe. Stört mich jetzt im normalen Gebrauch nicht. Und nur zur Info, ich habe es mal bei dem iPhone 5C ausprobiert und auch da habe ich diese Geräusche gehört. Von daher also halb so wild, meiner Meinung nach. Und dieser hissende Prozessor bietet aber auch eine ganze Menge an Leistung. Das habe ich schon getestet mit dem Geekbench 4 und der ist schneller als alles andere, was wir aktuell auf dem Smartphone-Markt sehen. Und daraus resultiert dann auch mit iOS 10 eine super flüssige und schnelle Bedienung des iPhones. Da gibt es also gar keine Probleme, gar keine Stotterer oder irgendwelche abgehackten Animationen. Da läuft alles super flüssig und mit dem neuen Home-Button kann man es auch richtig gut bedienen, denn ganz ehrlich, ich habe mich an das Teil schon so gewöhnt, ich möchte also keinen alten mehr zurückhaben. Die alten Home-Button, die fühlen sich jetzt schon richtig antiquiert und veraltet an.
Doch eine Kleinigkeit muss ich sagen, mit der bin ich noch nicht ganz zufrieden, und das ist die Akkulaufzeit. Das iPhone soll 2 Stunden länger durchhalten als das iPhone 6s. Und ehrlich gesagt kann ich davon nichts spüren. Am Ende des Tages bei normaler Nutzung ist mein iPhone relativ leer und tja, also Apple, da könnt ihr nochmal rangehen. Das ist mein einzigster Kritikpunkt, den ich bisher habe. Ansonsten sage ich, schönes Gerät, das beste iPhone aller Zeiten. Wäre auch schlimm, wenn es nicht so wäre. Jetzt kommt natürlich die Frage, die man sich jedes Jahr stellt. Upgraden auf das neue iPhone, vielleicht sogar in Jet Black oder nicht? Und diese Frage muss im Endeffekt jeder für sich selbst beantworten. Ich kann sagen, ich bin froh, ich bin vom iPhone 6 auf das 7er umgestiegen. Allerdings wäre es nicht unbedingt notwendig gewesen, denn das 6er bietet noch genug Performance. Allerdings die Stereo-Lautsprecher, der Home-Button und die verbesserte Kamera haben mich zum Umsteigen bewogen und ich bereue es nicht. Wer ein 6s hat, der kann ruhig noch warten bis zum nächsten Jahr, denn dann kommt das iPhone 8 raus, das 10-jährige Jubiläums-iPhone. Mit neuem Design, vermutlich Glas auf Glas, mit Edelstahl, und dann kann man dort wieder zuschlagen. So, und das wär's gewesen, Freunde, meine Gedanken zum iPhone 7. Ein grundsolides, tolles Upgrade, meiner Meinung nach. Kein Must-Have, aber ein sehr Nice-to-Have. Und ja, jeder, der es hat, denke ich, wird damit sehr zufrieden sein. Vielen Dank fürs Zusehen. Tschüss.